Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde South Park's Fractured Butthole. Wir sollen dem Kuhn zur Hauptstraße folgen. Wir sollen nicht trödeln. Auf geht's. Kuhn und Friends hat am Alkohol. Zur Bushaltestelle, wir folgen dir, Kuhn. Ach du Scheiße. Ja, hier lang, zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Ja, da gebe ich dir recht. Ach, verdammt. Gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Alles klar. Unser Arsch ist ready. Du siehst weder wie ein Junge aus, noch wie ein Mädchen. Oh Gott. Du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf. Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Was? Hat er eben Spastis genannt? Hat er? Na gut, du bist Kerl. Ja. Also, okay. Was für ein Wichser. Kümmert euch um diese Arschkranken. Besiege die Freedom Pals. Die sind aber dabei, oder? Gut. Okay. Fangen wir an. Mysterion. Wundert, wir haben... kriegen alle gleich viel Schaden. Ich würde aber erstmal sagen, wir... Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Wie sieht das aus? Dann machen wir das so. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Sehr schön, das hat schon mal gut Schaden gemacht. Dann schicken wir dich erst einmal ein wenig zurück. Was ist... Ach stimmt, da haben wir etwas ausgetauscht. Wir sehen jetzt auch Cyborg. Wow. Oh, und der ist geschockt. Ich bin Wonder Tweak, Verfechter der Gerechtigkeit. Klingt ja voll gut. Selber Schuld. Oh. Nein, du bist lahm. Du bist der langste lahm. Das war auch lahm. Alles klar. Laseraugen. Du oder du, Mysterion? Alles klar. Was? Oh Gott, nicht schon wieder. Okay. Super Craig. Benutzt ein Wiederbelebungsserum. Ihr zieht mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten. Blitzkrieg ist wieder da. Perfekt. Und ab die Post. 3. Ich glaube, jetzt machen wir mal das hier. Dann ist er wenigstens unsichtbar und bei uns drin. Versuch hier durchzukommen. Oh. Und er ist geschützt. Der hat noch gar nichts abbekommen. Deswegen verpassen wir ihm einen Plasmastrahl. Beruhig dich! Nein, du beruhigst dich!
erfüllt den Zorn von Humankind. Halt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass Jimmy Heilung abbekommt. Keine Sorge, Mysterion, du kriegst auch noch dein Fett weg. So kann ich jetzt aber Mysterion schon mal ordentlich eine verpassen. Tschüss, Mysterion. Ultimativkraft bereit. Große Geschütze. Bei ihm bringt das eindeutig mehr gerade. Große Geschütze. Alter, so übertrieben. Keine Sorge. Ich bin drin. Okay. Ich würde sogar sagen, dass wir die beide heilen. Heilung. Danke, Mann. Bin ich schon am Zug? Okay. Hatten wir nicht eigentlich auch eine Beschwörung bekommen? Haben wir, wenn wir es gerade. Es bringt uns gerade alles einen Scheißdreck. Hey, Craig, hey. Dein Kostüm noch lausiger. Meinst du das hier nicht? Genau danach sieht's aus. Sehr schön. Wir haben nur noch Ihmchen. Token. Auch du wirst der geballten Kraft von Kuhn and Friends entgegentreten müssen. Tupperdose aktivieren! Tupper-Tornado Warnung! Vielleicht bringt dich das zur Vernunft! Ah, vielleicht bringen wir dich auch zur Vernunft. Du musst nicht auf ihrer Seite sein, Neuer. Ja, ich will aber auf ihrer Seite sein. Bams! Wie wär's mit einer Laserbehandlung? Piu piu. Ich bin dran. Ja. Da beende ich jetzt sogar einfach mal. Wenn ich jetzt hier hingehe, sollte ich ihn angreifen können. Zack. Bam. Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Das ist sehr schön. Denkst du immer noch, ihr seid die Guten? Ja, sind wir. Sieht nicht so fit aus, Neuer. Und es wird Zeit für... Den Plasmastrahl! Finish ihn! Nehmt das! Freedom Pals! Geistiges Augemaske! Fanfiction über Super Craig und Wonder Freak! 24 Pennies! Und schöne Erfahrungen gesammelt! Oh oh! Aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also
war alles umsonst? Ich danke dir. Ich hab dir das Handy. Wirklich? Nein. Okay. Was ist das denn da oben? Okay. Da können wir noch nichts machen. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Instagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Alles klar. Wunderarsch ist unterwegs. Wunderarsch wird selbst der Bürgermeister retten. Halt die Fresse. Ja, nimm die da. Bürgermeisterin McConnell heißt sie, oder? Bürgermeisterin. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von Southpark. Du freust dich sicher, hier zu sein. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Immer. Eine Verbrechenswelle in der Stadt. Das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Alles klar. Ist das jetzt eine neue Quest? Ich glaube nicht, ne? Haben wir hier irgendwo einen Schnellreisepunkt? Nee, aber wir können hier, glaube ich, auch mit dem, hier, Moment. Genau, sprich mit Mr. Evans in der Polizeiwache. Machen wir das mal. Park County Police Station. Was bist du denn, ein schwuler Ninja? Ich bin Wunderarsch. Och, Mano. Ich will hoffen, dass ich... Ich habe mich gerade ein kleines bisschen überrumpelt gefühlt. Oh, okay. Wollte ich mal wieder machen. Ich sollte auch... Oh. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Klonutzer. Hier ist... Oh. Yolanda-Kleid. Ja, herzlichen Glückwunsch. Yolanda-Perücke. Drogenfläschchen. Sehr schön. Selbst auf die Polizei. Gut. Wieso sieht eigentlich selbst auf der Polizei die Klostik aus? Was ich mir gerade eben sagen wollte, ich war jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Ich glaube, diese Folge darf ich nochmal nicht monetarisieren. Taquito Grande. Alter, $7. Wir suchen nochmal hier weiter. Observation Room. Liebesbrief, konfizierte K.O.-Tropfen. Hallo und willkommen, ich bin ein netter Detective. Wie heißt du?
Kein Problem, sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Karens Puppe. Pillen für verrückte Kinder. Setz dich, lass uns quatschen. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ja, okay. Wir setzen uns hin. Also, warum lauft ihr hier? Warum haltet ihr euch die beiden Superhelden? Okay. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Bitte lächeln, wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Miss Adams Kopfaufnahmen. Hey, eine Hand wäscht die andere. Hänge Miss Adams Kopf. Okay, und wo soll ich das aufhängen? Okay. Wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Also, okay. Alter! Ja, sicher. Wir sollen den Drogenbaron ausschalten. Nur eine Frage, wo hänge ich jetzt diese Bilder auf von dem Typi? Ich schätze mal, das kriegen wir vorgeschlagen. Wir gehen dann jetzt erstmal hier wieder zum Schnellreisepunkt und gucken, dass wir weitermachen. Wohin deswegen? Wir gehen zurück zu... Ne, Moment. Hier. Ne. Bau keine Bruchlandung. Okay. Vielen Dank, Blitzfreak. Wir gehen dann einmal wieder zum Kuhn-Hauptquartier. Okay. Fick dich, Mom. Okay. Oh Gott. Wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommunizieren. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mann gekickt. Was? Sorry, seine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderhaus traut keinem, weil sein Dad seine Mann gekickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle. Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Alter. Nicht zum Vorteil.
Kostüm ablegen. Ja. Okay. Was haben wir denn noch so an Artefakten da? Reinheitsverbindung. Ja gut, dann nehmen wir das nochmal mit. Können wir hier noch irgendetwas austauschen? Bringt uns das jetzt etwas? Oh, ich kann ja auch eine andere Klasse wählen. Ja, komm, das machen wir irgendwann mal. So, was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Okay, nach Hause gehen. Dann machen wir das. Wir können ja die Sidequests immer noch machen. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, wir müssen die jetzt langsam mal weitermachen, die Hauptstory. Ja, ja. So. Okay. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Alter. Ich kann einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Alter. Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett. Kiffnase. Können wir das auch noch essen? Oh. Geh in dein Zimmer und schlaf. Falkenbemalung. Superstream. Ah! Hier bekommen wir das Zeug also. Alter, was haben wir denn alles bekommen? Haben wir nochmal neue Artefakte bekommen? Nö. Dann legen wir uns schlafen. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schatzi. Deku, es war eine düstere Nacht. Wir werden wieder zu Wunderarsch. Sehr schön. Okay, wir müssen an den Schlüssel rankommen. Wo haben wir hier... Ah. Nein, bleib draußen. Bleib draußen. Messingschlüssel. Das können wir... Sehr schön. Dann können wir jetzt auch rausgehen. Perfekt. Captain Diabetes. Ja, ein Bug halt
Verbündeter freigeschaltet. Captain Diabet. Alles klar. Mann. Wir sehen uns dann, glaube ich, echt beim nächsten Mal. Auf jeden Fall haut rein und tschüss.